Hi! In diesem Video geht es um die Cognitive Load Theory oder zu Deutsch auch um die Theorie der kognitiven Belastung. Drei zentrale Begriffe, auf die ich im Laufe des Videos immer wieder zu sprechen kommen werde, habe ich bereits hier aufgeschrieben: Intrinsic Load, Extraneous Load und Germane Load. Für wen ist diese Theorie und somit auch dieses Video überhaupt interessant? Natürlich für alle diejenigen, die sich irgendwie mit dem Cognitive Load beschäftigen müssen, beispielsweise in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder wo auch immer. Zum anderen für alle die, die irgendwie etwas mit Lehre zu tun haben. Denn diese Theorie gibt uns Anhaltspunkte, wie man Lehre optimieren kann. Und genau darum geht es auch in diesem Video. Zunächst werde ich erklären, was ist das eigentlich, die Cognitive Load Theory? Und in einem nächsten Schritt werde ich dann darstellen, so ein bisschen so Praxishinweise geben, wie kann man eigentlich die Cognitive Load Theory im Lehralltag verwenden, um davon einen Mehrwert zu haben. Zunächst, die Cognitive Load Theory baut auf dem Gedanken aus, dass wir letztendlich, wenn wir uns mit Lernmaterialien beschäftigen, nur begrenzte kognitive oder mentale Ressourcen zur Verfügung haben, um die Inhalte produktiv zu verarbeiten. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise ein Arbeitsblatt vorliegen haben, wir können nicht unendlich viele Informationen gleichzeitig verarbeiten, wir haben begrenzte Kapazitäten und wenn bestimmte Ressourcen unnötig verbraucht werden, haben wir nicht mehr genug Ressourcen, um uns produktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen und etwas zu lernen. Und diese drei Arten des Cognitive Loads, die werde ich letztendlich darstellen, denn sie beeinflussen, ob und wie gut gelernt werden kann. Zunächst muss man sagen, der Intrinsic Load. Der Intrinsic Load, der ist letztendlich die Art des Cognitive Loads, die vom Lernschwierigkeit des Lernmaterials an sich abhängt. Das heißt, jedes Lernmaterial an sich hat eine gewisse Schwierigkeit. Stellen wir uns beispielsweise eine Gesellschaftstheorie vor, ein Arbeitsblatt über eine Gesellschaftstheorie, das ist an sich komplexer als ein Vokabelkärtchen. Denn die ganzen Lerninhalte, die Begriffe, die bei der Gesellschaftstheorie vonnöten sind, die muss man alle zum einen lernen, aber diese Begriffe haben auch Zusammenhänge untereinander, es gibt Argumentationsmuster in dieser Gesellschaftstheorie und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Lernelemente, die haben eine hohe Interaktivität untereinander. Die sind alle stark miteinander verknüpft. Man spricht hier von einer hohen Elementinteraktivität. Und je höher die Elementinteraktivität ist, umso höher ist der Intrinsic Load. Und das sind dann schon Ressourcen, die aufgebraucht werden, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen, um wirklich produktiv im Kopf etwas zu verarbeiten, sondern das ist so gesehen eine Informationsflut, die schon auf uns einfach einwirkt. Das ist, wie gesagt, bei einem Karteikärtchen deutlich weniger. Der Extraneous Load, der wird auch Irrelevant Load genannt, also unnötiger Load. Das ist also der Load, der nicht unbedingt notwendig ist. Und der kann gut von der Lehrperson beeinflusst werden. Denn den kann man ganz einfach minimieren. Der behindert letztendlich das Lernen. Und deswegen sollte der auch minimiert werden. Wenn wir uns ein Arbeitsblatt vorstellen, wieder am besten unsere Gesellschaftstheorie, könnten auch ganz viele lustige Bilderchen drumherum sein. Die würden vielleicht einen heiter machen und aufmuntern, aber die lenken einen letztendlich von den Lerninhalten an sich ab. Das heißt, man beschäftigt sich mit was anderem als mit den zwingend notwendigen Lerninhalten. Und der Extraneous Load ist genau das, die Auseinandersetzung mit nicht relevanten Inhalten, mit irrelevanten Inhalten und deswegen auch irrelevant Load, kann also durch unnötige Bilder beispielsweise verursacht werden, aber auch in den unnötigen Informationen dargestellt werden, die eigentlich mit dem Lerninhalt nicht zu tun haben oder für das eigentliche Lernziel nicht relevant sind. Der Germane Load ist die dritte Form des Cognitive Loads und das ist letztendlich die Art des Cognitive Loads, die für die produktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten aufgebraucht werden kann. Das heißt, während die beiden Load-Typen, Intrinsic und Extraneous Load, prinzipiell lernhinderlich sind, ist das hier der wirklich lernförderliche Load. Wie gesagt, unsere kognitiven Kapazitäten sind beschränkt, deswegen sind, und alle drei sind letztendlich additiv,
Also gilt es, die beiden zu minimieren, während der hier maximiert werden muss. Wie wir uns das genau vorzustellen haben, das zeige ich einmal am nächsten Bild. Ich habe hier im Vorfeld schon mal zwei Gläser aufgezeichnet, die sollen genau gleich groß sein. Man könnte sich jetzt vorstellen, wir geben zwei verschiedene Arbeitsblätter zum gleichen Thema rein. Beide Arbeitsblätter sind gleich schwer. Das heißt, unser Gedächtnis, symbolisiert durch ein Glas, wird schon in gewisser Weise durch den Intrinsic Cognitive Load, abgekürzt ICL, aufgefüllt. Bei beiden gleichermaßen. Beide Arbeitsblätter sind gleich schwer. Aber das eine Arbeitsblatt hat viele lustige bunte Bilder, ein paar Witze drin und was nicht alles, hat also einen hohen Extraneous Cognitive Load, während das andere Arbeitsblatt nur das zwingend Notwendige darstellt, vielleicht so ein paar kleine Fehler noch hat, das ist immer der Fall, aber letztendlich hat es einen geringen Extraneous Cognitive Load. Und man sieht, hier bleibt nur sehr wenig Platz für den German Cognitive Load, während hier sehr viel Platz bleibt für den German Cognitive Load. Das heißt, hier sehr wenig Platz für die produktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten, hier sehr viel Platz. Das heißt, theoretisch ist unter den Umständen Lernen besser möglich. Aber hier kommen wir schon zu den Einschränkungen der Cognitive Load Theory. Nur weil hier was frei ist, heißt das nicht, dass das auch der Schüler oder die Schülerin, der Student oder die Studentin auch aufwendet, um letztendlich sich produktiv mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Es könnte genauso gut sein, dass der Load der Lernmaterialien so hoch ist und dann schaut der Schüler noch aus dem Fenster oder spielt irgendwie mit seinen Stiften, quatscht mit dem Nachbarn. Ja, dann wird hier theoretisch schon wieder was aufgebraucht und es bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Genauso gut kann es der Fall sein, dass man den Extraneous Load doch ein bisschen höher macht, weil man beispielsweise einen lustigen Witz irgendwo hinschreibt oder weil man vielleicht irgendwo ein lustiges Bildchen einfügt, um den Schüler überhaupt zum Lernen zu animieren. Das heißt, dazu zu bringen, dass er überhaupt sich produktiv mit den Inhalten auseinandersetzt. Auch das könnte der Fall sein. Denn wie gesagt, nur weil dort Platz ist, heißt das nicht, dass der Platz auch aufgewendet wird. Also könnte auch manchmal es sinnvoll sein, den Extraneous Load gezielt zu erhöhen, um dafür zu sorgen, dass die Schüler sich überhaupt mit den Lerninhalten beschäftigen. Wir haben schon gesehen, wie man den Extraneous Load also beeinflussen kann, indem man unnötige Bilder weglässt, indem man unnötige Infos weglässt, indem man Witze weglässt, indem man alles, was nicht zwingend notwendig ist, weglässt, nur das Relevante darstellt. Dann hat man einen geringen Extraneous Cognitive Load. Den Intrinsic Cognitive Load kann man theoretisch auch minimieren, ist aber deutlich schwerer. Wie gesagt, die Relativitätstheorie beispielsweise hat eine Schwierigkeit an sich. Die ist an sich komplex. Aber man könnte die letztendlich in Einzelkapitel zerlegen, in so kleine Lernabschnitte. Und jeder Lernabschnitt an sich wäre dann geringer in Bezug auf den Intrinsic Cognitive Load. Und dann könnte man es so handhaben letztendlich, dass man mehrere Lernabschnitte mit geringem Intrinsic Cognitive Load hat. Dann bleibt auch mehr übrig, um sich letztendlich produktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Hier könnte aber Gefahr laufen, dass letztendlich, wenn man Inhalte herunterbricht, dann hat man auch einen Informationsverlust häufig, weil bestimmte Kapitel, die man einzeln darstellt, auf einmal nicht mehr zusammenhängend darstellt und dann im Schülerkopf auf einmal es nicht mehr passiert, dass diese Kapitel in Bezug zueinander gesetzt werden, dann gehen Informationen verloren. Das heißt, man hat nicht nur den Intrinsic Load minimiert, sondern Informationen sind an sich weggefallen. Das ist so eine kleine Gefahr hier wieder. Man sieht, man muss schon darauf achten letztendlich, wenn man Kapitel herunterbricht, wenn man Lerninhalte in ein Häppchen zerlegt, dass man dann letztendlich nicht Gefahr läuft, zu viele Informationen wegzulassen, sondern immer noch alles darzustellen, was wirklich relevant ist. Wir haben also gesehen, es gilt, den Extraneous Cognitive Load auf jeden Fall zu verringern, wobei man da motivationale Aspekte auch noch mitbedenken muss. Es gibt verschiedene Instrumente auch, die man benutzen kann, um den Cognitive Load zu erheben. Lapping beispielsweise hat eins entwickelt. Das heißt, wenn man eine Lehrperson ist, könnte man auch in Anlehnung
an diese Instrumente oder mit Rückfrage bestimmt auch solche Instrumente benutzen, um den Cognitive Load der eigenen Lernmaterialien zu messen und zu evaluieren, sind diese Lernmaterialien gut oder eher schlecht. Kann man da vielleicht noch was besser machen? Hat es vielleicht einen zu hohen Extraneous Cognitive Load oder werden zu viele, zu komplexe Inhalte dargestellt? Lohnt es sich, die Inhalte runterzubrechen? Dafür kann man die Cognitive Load Theory gut verwenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.